Genau, es geht um neue Technologien und was die neuen Technologien für Möglichkeiten bieten, tatsächlich musikalische Erfahrungen auch zu erfinden, die es vorher noch nicht in der Form gab. Kurz ein bisschen zu meiner. Zu viele Fenster, zu viele Programme. Was ist mein Hintergrund? Was mache ich? Warum mache ich das? Ich bin Musiker, Komponist, bildender Künstler, Toningenieur, Bastler. Ich habe einen Hintergrund als Musikstudent, habe Gitarre studiert und dann später mit Komposition abgeschlossen, habe in die Philosophie und Theorie dann weiter geschnuppert und bin vor allen Dingen aktiv im Musiktheater. Als Komponist, als Produzent, als Regisseur, sehr inspiriert von der holländischen Musiktheaterszene. Ich habe dort studiert in Den Haag. Bin aktiv als Komponist und Musikproduzent für Theater und Film. Schnupper auch häufig in kommerziellen Gewässern, habe da auch keine Berührungsängste und bin auch manchmal auf der Bühne. Ich habe gesehen, der Stefan Winter ist dabei. Hallo Stefan. Ich habe kurz vor Weihnachten Geräusche machen dürfen für eine Performance von ihm. Und die Reise, die ich quasi jetzt den Bogen, den ich kurz hier skizzieren möchte, ist beginnt mit Opern, die ich komponiert habe. In Montpellier in Südfrankreich wurden die uraufgeführt an der Nationaloper Montpellier. In 2012 war eine Oper jetzt. Libretto von Jonas Lüscher, inszeniert von Urs Schönebaum. Wichtig da für diese Reise heute ist, dass ich da auch nicht nur komponiere, sondern mich selber als sogenannter Klangregisseur reingeschrieben habe, reinkomponiert habe. Das heißt, das war mein Arbeitsplatz. Ich habe mich selber mit ins Geschehen reinbegeben. Und das ist das Auditorium, große Halle. Und ich habe das ausgestattet mit vielen Lautsprechern, dass man sich also wirklich in so einem immersiven Klangraum befindet, was in der Oper immer noch relativ unüblich ist, offensichtlich. Und da beginnt das dann auch schon mit den neuen Technologien, dass man einfach den Raum erweitert. Wichtig war mir dort in der Oper zum Beispiel, dass ich es nicht als selbstverständlich angenommen habe, dass die Stimme unverstärkt ist, sondern im Gegenteil, ich fand es interessant, damit zu spielen, dass die Stimme mal verstärkt ist, mal nicht verstärkt, mal intim übers Mikrofon, mal weiter weg, mal einen Raum generierend, mal ganz naturalistisch. Es gab dann noch eine zweite Oper, 2 Jahre später, in 2014, im kleinen Opernhaus. Montpellier hat zwei Opernhäuser. Die nannte sich dann Happy Happy. Oh, da läuft's schon. Dort hat es mich dann interessiert, mit dem Orchester nochmal anders umzugehen. Also jetzt ist quasi das große Orchester in Stand. Also nicht Standardbesetzung, sondern in sehr großer Besetzung, aber sagen wir mal konventionell proportioniert, während ich bei Happy Happy den Streichapparat sehr reduziert habe, sodass das Orchester war akustisch in Imbalance und hat quasi Elektroakustik gebraucht, um in ein Gleichgewicht zu kommen. Und also dadurch wurde die Technik auch hatte eine andere Notwendigkeit. Und um den musikalischen Raum kurz zu skizzieren, wo ich herkomme und wo die Reise dann weitergeht und wie ich so denke, kurz ein Ausschnitt aus Happy Happy.
So, also das Mikrofon ist nicht nur Hilfsmittel, sondern wird zum Instrument. Das muss nicht nur die Rockmusik so machen, sondern das kann man auch in der Oper machen. Und es gab so eine, sagen wir mal, nicht unbedingt eine Grundenttäuschung, aber so sagen wir mal, einen gewissen Zweifel an dieser klassischen Opernarbeit in dem Sinne, dass ich da halt jeweils irgendwie ein Jahr oder länger irgendwie dran gearbeitet habe und dann hat man zwei, drei, vier, fünf, zwar absolut bereichernde und fantastische Aufführungen und dann ist es aber auch wieder weg. Und auch die Frage, was für ein Publikum erreicht man, das sind so Fragen, die mich dann sehr beschäftigt haben. Und es gibt so ein paar Ansätze, die mich dann quasi aus diesem Opernhaus, Opern komponieren, haben wegsuchen lassen. Und eine Richtung ist quasi, wie kann Oper auch außerhalb des Opernhauses stattfinden? Das hier ist eine Aufführung von Viola bei den Opera d'Aachen in Rotterdam, ein Musiktheaterfestival. Die Uraufführung war in Pasing. Am Marienplatz, am Pasinger Marienplatz. Man sieht dort hinten den Bahnhof und die Dame mit Sonnenbrille, das ist die Sängerin. Alles andere sind zufällige Passanten. Und die Bühne wird gesetzt durch die große Fensterscheibe der Apotheke dort. Das Publikum sitzt innen. Hier ein Blick wieder von außen. Und der Trick da ist, dass die Fensterscheibe mich nicht nur interessiert hat als Rahmen, also ein Rahmen, der das zufällige öffentliche Leben durch die Perspektive, der der Rahmen setzt, zu einem künstlerischen Erleben macht, sondern die Fensterscheibe ist auch eine Membrane zwischen innen und außen. Und die wird im Text thematisiert und ich benutze die aber auch elektroakustisch als Membrane. Sieht man meinen Cursor? Ja, man sieht meinen Cursor. Diese schwarzen Punkte hier, die ich hier mit dem Cursor mal, das sind Transducer, Körperschalllautsprecher, die die Fensterscheibe zum Schwingen anregen und dadurch das Fenster selber zum Lautsprecher machen. Also ich habe dort keinen einzigen konventionellen Lautsprecher verwendet, sondern der Klang von der Begleitung und von der Stimme kam aus der Scheibe raus. Also quasi hat durchgetönt durch die Scheibe. Und hat dadurch auch einfach eine Porosität geöffnet. Und daraus ist eine Trilogie entstanden. Nach Viola kam Katharina. Von den Jahreszahlen. Viola war 2015, Katharina war dann 2016. Das ist in einem Reisebüro, nämlich eine Freiheit. Auch hier die Sängerin wieder. Es ist so eine Art Netflix-Serie, die wir da gemacht haben. In drei Folgen in Viola. Viola ist noch eine, sagen wir mal, stabile, aber traurige und etwas desillusionierte Frau, die Orientierung verliert. Und in Katharina begegnen wir ihr kurz nach ihrem Rausschmiss aus ihrer Wohnung, also auf dem Weg zur Wohnungslosigkeit. Publikum im Reisebüro. Elektroakustische Kniff ist hier ein bisschen anders, dass ich nicht die Fensterscheibe zur Membran umfunktioniert habe, sondern die Leute haben Kopfhörer aufgehabt, wie man sie wie heißen die? Silent Party oder so ähnlich. Also wo Open-Air-Party gemacht wird, ohne dass du große Lautsprecher aufstellen musst. Und über diese Lautsprecher
Haben Sie die Sängerin aus der Perspektive von zwei Mikrofonen gehört, wie sie die an ihren Ohren montiert waren? Also sie hat, das Thema werden wir nachher noch streifen, die haben den binauralen Ton aus der Perspektive der Sängerin gehört. Also quasi das, was sie gehört hat, draußen auf dem Platz hat man da im Kopfhörer gehört. Und der dritte Teil war dann. Nein, letztes Jahr gab es überhaupt nichts mit Publikum. Vorletztes Jahr in 2019 in der Kunsthalle. Da ist sie dann endgültig zur Pennerin geworden. Hier sieht man sie in klein mittendrin. Hier habe ich wieder die Scheiben genommen als Membrane zum Innen und Außen. Und der große, nicht Trick, aber die grundlegende Idee. Im Erleben ist, dass man als Zuschauer eben nicht nur Zuschauer ist, sondern auch Akteur. Also die Leute draußen, wie sie vorbeilaufen, sind meistens sehr irritiert darüber, dass da viele Leute drin sitzen und nach draußen schauen und sie anschauen. Und meistens führt das zu einer Form von Belustigung, aber auch sehr skurrilen und auch manchmal tragischen Missverständnissen. Aber unter allen diesen kleinen Mikroszenen, die da unvorgesehen passieren, besteht die unbeantwortete Frage, wer beobachtet hier eigentlich wen? Und also wer ist Betrachter, wer ist Betrachteter? Und die Figur, die inszenierte Opernfigur ist Katalysator dabei. Also die ist eigentlich quasi so ein Zentrum in diesem ganzen Spiel. Ich zeige jetzt keine Videos. Es gibt ein Dokument, wo ich Links zu allen diesen Projekten rein gelegt habe. Ist das eigentlich verbreitet? Das weiß jetzt kein. Ja, okay, super. Also sonst können wir es vielleicht nochmal in den Chat rein. Legen. Super. Die nächste Frage, die daran anknüpft, was ich vorhin gemeint habe, also irgendwas stimmt nicht zwischen dem Verhältnis von ein, zwei Jahre stilles Kämmerlein komponieren und dann hat man diese paar Tage, wo es dann passiert. So toll es ist, aber es gab diesen Wunsch, eine Oper oder ein Musiktheater zu fertigen, das quasi länger Bestand hat. Und also quasi unabhängig von dem Spielplan ist. Und was ich da gemacht habe, ich habe kombiniert die Ansätze aus der Kunst im öffentlichen Raum, beziehungsweise eben Theater im öffentlichen Raum, Performance im öffentlichen Raum zusammen mit der ja, also Selbstverständlichkeit, dass wir alle mit Smartphones rumlaufen. Smartphones und Kopfhörer sind unser allgemeingültiges Gut, haben wir immer dabei. Und ich fragte mich, was sind eigentlich die Formen des Musiktheaters, die man mit diesen Mitteln herstellen kann. Und Vergehen, das ist eine Oper, die man sicher läuft in der Isar, das läuft auch immer noch. Vergehen.net ist der Link, wo man sich die Apps holen kann. Das ist eine App, die führt einen musiktheatralisch von einem Ort zum anderen, vom unterhalb des Maximilianeums, vom Rauschen dieser Kaskaden, die auch klanglich ganz wichtig sind. Dann läuft man da über den Auer Mühlbach an der Isar entlang, über den Kabelsteg bis zur Museumsbrücke. Was man hier jetzt sieht, das funktioniert per GPS. Also das sind meine Testungen, die ich unternommen habe, also um das GPS kennenzulernen, wie genau ist das eigentlich?
Also die Idee ist, es ist ein Stück Musiktheater. Text und Musik ist für diesen Weg konzipiert, komponiert, ausgedacht und die der also Hörspaziergänge sind jetzt natürlich nichts, was ich erfunden habe. Normalerweise ist da die Form aber so, dass man von Ort zu Ort geht und wenn man diesen Ort erreicht hat, dann wird einem ein neuer Inhalt vorgespielt. Und mich interessierte eigentlich eher der Weg, also quasi nicht das Stehenbleiben sollte etwas auslösen, sondern das sich in Bewegung setzen. Und dieser Weg ist übersetzt, das ist also jetzt mal kurz noch technisch, das ist eine Game Engine, durch die man sich, also wer ein bisschen technischen Hintergrund hat, wird das verstehen, was ich hier zeige. Das sind sogenannte Collider. Innerhalb eines 3D-Raums bewegt man sich als Player, angehängt an der GPS-Position. Und wann immer man so einen Collider erwischt, das ist die Richtung, wird etwas ausgelöst. Und je nachdem, wie lange ich gebraucht habe von einem Ort zum anderen, wird dieses Stück Musiktheater so gekürzt oder verlängert, dass man es selber gar nicht mitbekommt. Also es ist nicht so, dass irgendwas dann irgendwie ausfadet und dann beginnt etwas Neues, sondern das sind nahtlose Übergänge und auch die dramaturgische Gestaltung ist so, dass ich dem User oder dem Zuhörer, dem Zuschauer das Gefühl geben möchte, eigentlich, dass die App auf ihn reagiert, was sie auch tut. Während normalerweise diese Formen so konzipiert ist, dass man eigentlich auf die App reagiert. Also die sagt, geh dorthin und dann bekommt man irgendwas und geh dann dorthin, dann bekommt man irgendwas. Und ich wollte, dass dieses Machtverhältnis etwas aufweichen. Ein schönes Detail dabei ist, ich wollte auch gleich den Anfangspunkt dieses Spaziergangs nicht mit einer Karte und geh dorthin instruieren, sondern auch das soll gleich ein musiktheatrales Erlebnis werden. Man wird dann also hingesungen. Und das können wir uns mal anhören, wie das funktioniert. Also je nach, man hält das Smartphone so wie an der Bushaltestelle, wenn man Zeitung liest. Und je nachdem, also ich messe die Kompassdaten und je nachdem, wie ich mich drehe und wohin man gehen soll, wird also einem gesungen, dass man geradeaus gehen soll, links oder rechts und dann kommt man irgendwann zum Ziel. Du wirst es lieben. Ich übertreibe nicht. Ja. Keine Erinnerung geht dir verloren. Immer weiter. Wir sehen und hören, was du siehst und hörst. Und auch das, was du dir vorstellst. Und wir bewahren es für dich auf. Was auch immer du vor dich hinträumst. Sanft hinüber in eine Erinnerung, die dir lieb ist. Eine Erinnerung an einen Glücksmoment. Ganz gleich, wo du dich befindest. Nach rechts. Ob es früh oder finster ist, hell oder heiß, das alles spielt keine Rolle. Rechts drehen. Du wirst es lieben. Und so weiter.
ihr seid herzlich eingeladen. Also das ist alles noch erlebbar. Das läuft auf iOS wie auch auf Android und gerade in diesen einsamen Tagen. Es ist auch im Winter erfunden. Also das ist keine schöne Wetterangelegenheit. Also es ist eigentlich eine November-Erfindung. Mit den Smartphones hat sich dann noch ein weiteres Projekt und in Arbeit ist ein noch weiteres Projekt ergeben, das Orchester auf der Wiese. Ausgehend von der Frage, dass der Klang innerhalb des Orchesters für die Orchestermusiker wird das ziemlich übereinstimmend beschrieben, überwältigend ist und wenn die dann sich in die normale Zuschauerposition begeben, dann ist das ein Stück weit auch eine Enttäuschung, weil dieser Hype nicht mehr da ist, den man erlebt, wenn man da sitzt, wo man da jetzt zum Beispiel sitzt. Also das ist jetzt eine Holzbläserposition, wer erkennt das Stück? Das ist John Williams, Star Wars. Das war sehr lustig, das letzte letzte Konzert der Münchner Philharmoniker vor dem Lockdown letztes Jahr. Die Frage ist, die war oder ist, lässt sich dieser Klangeindruck, dieses Erlebnis innerhalb des Orchesters vermitteln an Nicht-Orchester-Musiker, an quasi die normalen Zuschauer. Und auch da haben wir Smartphones genommen und das ist jetzt, also diese, hier muss ich hin mit meinem Cursor, diese kleinen Lautsprecherchen, das sind jeweils Mikrofone aus dem Orchester, also hier ist der Dirigent, Violine 1, hier Violine 2, Violine, nee, das ist eine andere Besetzung, hier sind die Bratschen, Celli, hier Violine 2, Holzbläser, Blech, Pauken, das ist nicht der, also ich hatte nur ein Foto von Star Wars, wir reden jetzt hier von einem anderen Konzert ein Jahr vorher, Schumann, also ein kleine Besetzung, zweifaches Holz. Und das Orchester haben wir dann virtuell auf die Wiese gesetzt, hinter der St. Nikolaikirche am Gasteig. Also diese Notenständer hier symbolisieren symbolisch die Position von Musikern. Man hat Kopfhörer auf und das Smartphone in der Hand und kann durch das Orchester durchlaufen. Also wir haben es vergrößert, damit man auch ein bisschen Laufentfernung hat. Kann durch die, durch, also man kann sich an die Position von den Geigen versetzen, man kann die Einsamkeit der Blechbläser hinten erleben, man kann weggehen vom Orchester und das Orchester bleibt dann auf dieser Wiese, also ich rede jetzt von 100, 200 Meter weggehen, kann dann wieder zurückkommen, ins Orchester reintauchen. Da erkläre ich gerade Pablo Heras Casado, der Dirigent, die App, bisschen Eindrücke von der Premiere von dieser App. Warum geht jetzt mein Fernseher aus? Das ist, was sehr schön feststellbar war, dass auch das ein sehr spaßiges Unterfangen ist. Also, und ich habe mir auch meine Späße gemacht, indem ich zum Beispiel die Holzbläser ins Gebüsch platziert habe. Und hier sehen wir zum Beispiel den ehemaligen Konzertmeister der Münchner Philharmoniker, wie er gerade also sich in die Position der Flöten begibt. Dazu gibt es ein Walkthrough-Video, so wie das Video, was ihr gerade gesehen habt von dem Opernnavigationsgerät, ist das hier auch einfach ein Mitschnitt aus dem Kopfhörerausgang von der vom Smartphone. Und da kann ich euch mal ein paar Ausschnitte vorspielen. Ihr braucht
dringend einen Kopfhörer, um das irgendwie zu erleben. Am besten geht ihr aber dort auf die Wiese. Auch das ist zu erleben. InsideMphil.de, da sind die Links zu den Shops. Da braucht man jetzt, also der Vergehen-Spaziergang, der ist auch mit älteren und schwächeren Handys gut erlebbar. Bei InsideMphil braucht man doch ein, heutzutage etwas gar nicht mehr so Spitzenklasse-Handy. Also alles ab dem iPhone 5S geht gut und bei Android alles ab dem Android S7. Das ist ja, weil es einfach tatsächlich extrem rechenintensiv ist. Also wir sprechen hier von diesen 24 Mikrofonquellen, die im Handy selber gemischt werden, abhängig von der Position und dann auch noch mit einer binauralen Impulsantwort. Das heißt, wenn ich mich jetzt drehe, ich höre die Flöte aus dem Gebüsch und wenn ich mich drehe, dann bleibt die Flöte dort im Gebüsch. Und das passiert alles über sogenannte HRTF. Im Kopftransferfunktion heißt das auf Deutsch. Und das ist alles sehr CPU-kostenintensiv. Deswegen braucht man leider da ein etwas flotteres Handy. Aber im Video können wir mal ein bisschen reingucken. Übt. Gehen Sie mal näher hin zu ihm. So nah, bis Sie ihn laut und deutlich neben sich hören. Das ist jetzt das Tutorial. Wir haben auch das grafische Symbol für das Instrument animiert, damit Sie das leichter finden können. Und da soll man jetzt also den Kontrabassspieler suchen. Jetzt ist er rechts hinten, falls ihr kein Stereo hört. Jetzt ist er links. Jetzt ist er direkt vor uns. Das ist immer zu empfehlen. Dann springen wir mal in die Musik. Jetzt bin ich gerade von der Wiese weggegangen. Das heißt, das Orchester ist hinten auf der Wiese und jetzt gehen wir in das Orchester hinein. Noch sind wir draußen. So, jetzt tauchen wir ein. Sind wir mit bei den Streichern? Gehen langsam Richtung Holzbläser. Viel Blech. Weit weg. Neben den Fagotten. Mittendrin im Holz. Jetzt suche ich, glaube ich, die Pauken. Ja. Wird das jetzt nicht spielen? Dann suche ich jetzt Trompetenposaunen. Achtung. Also am besten selber dort auf die Wiese gehen, weil ich habe zwar hinbekommen, dass die meisten jetzt wahrscheinlich das auch Stereo hören, aber
Der Trick ist tatsächlich auch, dass man die eigene Bewegung hat. Und das interessiert mich eben auch. Also, dass man sich selber bewegen muss, um bewegt zu werden. Das ist so das Erlebnis, was mich da interessiert. Und die Philharmoniker und ich, wir haben das so, diesen Schumann als Proof of Concept eigentlich begriffen und arbeiten gerade an einer abendfüllenden Arbeit. Das wird Gustav Holst, die Planeten, das aufgezeichnet bei dem Konzert, wo sie auch Star Wars gespielt haben vor einem Jahr. Und dort kann man sich also dann zwischen den Planeten hin und her bewegen, quasi von Planet zu Planet fliegen und dann in den Planeten eintauchen und dann wieder zum anderen Planeten gehen. Also das wird, glaube ich, alles ganz amüsant auch und sehr unterhaltsam. So. Also wer glaubt, dass das Handy möglicherweise nicht stark genug ist, um das wirklich auszuprobieren. Eben auf der Webseite Inside Ampel ist auch das Walkthrough-Video dann zum komplett durchhören. Dann weiterer Aspekt. Wer oder was kann denn eigentlich der Protagonist bei so einem Musiktheater sein? Als ich diesen Ort entdeckt habe, das war zu dem Zeitpunkt die letzte Industrieruine Münchens, das ehemalige Heizkraftwerk in Aubing. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Das eigentlich sollte das jetzt zu einem neuen Kulturort werden. Ich weiß nicht, wie der Baufortschritt ist. Aber das ist eins der raren. Also wirklich das einzig übrig gebliebene Industriedenkmal in einem ruinösen Zustand, was es 2017 in München noch gab. Voll mit Graffiti. Also das heißt, die Jugend hat sich das quasi einverleibt. Die Dimensionen von der Halle werden richtig klar, wenn man sich dieses Foto anschaut. Mit den Personen daneben. Es gibt diese drei Öfen. Und wer es jetzt erkennt, da sitzen drei Musiker obendrauf. Das ist das Streichtrio Coriolis. Und die Arbeit hieß Maya. Aufführung November 2017. Und war die wohl, klingt immer so schön, die weltweit erste Augmented Reality Oper der Welt. Der Ansatzpunkt war der, dass diese Halle eben was von Sterben hatte. Gleichzeitig man sieht, dass eben dahinter die Bäume wachsen. Also dass dieser Kreislauf von Sterben und Wiedergeburt ist da total vordergründig präsent. Aber also einfach allein schon die Dimension der Halle. Man hat was Verlorenes, man etwas Einsames da drin. Und das hat mich im Zusammenhang von zwei Bildern interessiert, die vor einiger Zeit auf Facebook und dergleichen kursierten. Was man hier sieht, ist die Papstkrönung 2005, 8, irgendwie so, also in den Nullerjahren. Und das ist die Papstkrönung 2013. Das sind nur wenige Jahre Unterschied. In diesen Jahren wurde das iPhone erfunden von Apple. Nochmal hin und her. Und das ist einfach völlig klar, dass die Kultur des Miterlebens, des Sehens, des Dabeiseins, des Erfahrens sich über die Smartphones durch diese ständigen Begleiter grundlegend ändert. Und das Bild, was mich dann interessiert hat und was so die Grundlage für das ganze Stück war, war eine einsame Frau, die Anschluss sucht, umrahmt von vielen Menschen mit Smartphones. Und aber der Anschluss passiert nicht. Und dazu gab es, es ist eine Science-Fiction-Geschichte, dazu gab es eine Einlassinstallation, also wir haben diesen Raum
Wir haben ihm eine Bedeutung zugeschrieben als wie sagt man, als ein Ausgrabungsort einer untergegangenen Zivilisation in einer fernen Zukunft. Also die Dystopie, die wir da hier da ausgemalt haben, ist die einer, die unsere jetzige Zivilisation ist in der nahen Zukunft ausgestorben, vielleicht 20 50 oder so. Und hier in 2400 oder so kann man also diese Ruine besuchen und sich anschauen, wie diese Zivilisation untergegangen ist. Und dabei lernt man eben, also man benutzt Apps, quasi wie so Museums-Apps. Ich stelle mir das vor, wie das wahrscheinlich heutzutage in den Pyramiden in Ägypten geht. Wo alles in den Grabkammern alles voller Hieroglyphen ist, die kein Mensch versteht, der das nicht gelernt hat. Man kann mir vorstellen, dass man da ein Smartphone in der Hand hat mit einer Augmented Reality App und dann hält man also dieses die Kamera an die vor so einen Hieroglyphen. Die Kamera erkennt das und blendet dann eine Bedeutung ein, also die Interpretation dieser Hieroglyphe. Und die Graffiti haben wir quasi als Zeichen einer untergegangenen Zivilisation benutzt. Und dann zeige ich jetzt mal ein paar Screenshots von der App, wie man das dann so erlebt hat. Also es gab dann immer so Hinweistafeln. Hier heißt es zum Beispiel Hände waschen vor dem Upload, also diese Öfen waren quasi Upload-Stationen, in denen man sich seiner körperlichen Hülle entledigen konnte, um dann ein entgrenztes Leben im Cyberspace zu führen. Eine ganz klassische Science-Fiction-Geschichte aus dem Cyberpunk. Aber es quasi wie eine Kirche, also es war auch so eine Art sakraler Ort, gab es eben auch Instrumente. Das war so eine Art Orgel. Das heißt, also was man hier sieht, es sind verrottete Schaltschränke und diese Tastatur ist eine Einblendung von der App. Also wir sehen gerade durch die Kamera vom Smartphone. Dann gibt es hier quasi Grabinschriften, also das sind alles Namen von Leuten, die hier von einer körperlichen in eine geistige Existenz transformierten innerhalb dieser Öfen. Das Thema der Motivation war auch da omnipräsent. Also in 2025 war das die erste Frau, die sich in den Cyberspace hochladen konnte. Für die Gamer gibt es hier Temperaturanzeigen und Overclocking-Anzeigen. Also das war quasi ein großer Computer-Mainframe, ein Serverraum. Ein quasi sakraler, also die Nähe von Geist und Licht wird hier sehr viel betont mit Sinnsprüchen. Aber auch Humor, also hier sieht man diese Kästen, was uns erinnert hat an so amerikanische Mailboxen. Und da konnte man also seine Implantate, Herzschrittmacher oder RFID-Chips quasi spenden. Die optische Qualität ist wirklich verblüffend. Also das, was man, den Nebel, den ihr hier seht, das ist die Augmented Reality-Einblendung, und die ist auch animiert. Also ich habe leider nur Fotos, nur Screenshots. Im Video würde man sehen, wie der Dampf aus diesem Tank runterkreucht. Auch hier diese Laserscan, der fährt hoch und runter in diesem verrotteten Schaltschrank. Und die Geräusche, die ihr hört, die spielten da immer mit und es waren halt immer so 50, 100 Leute mit ihren Smartphones aktiv. Und so ergab sich dann natürlich auch eine Klanginstallation aus all diesen verschiedenen Geräuschen.
Und dann schauen wir uns den Zusammenschnitt, den Trailer davon mal an. Niemand, keiner da allein. Ich bin allein. Also das ist vor allen Dingen natürlich theatrales Erleben durch eine neue Technologie. Und was mich da vor allen Dingen interessiert hat, sind solche Bilder hier. Also diese, eigentlich kann man das Ganze auch sehen als eine Inszenierung für Menschenmassenbewegung. Also das ist für mich eigentlich das wichtigste Bild, wie sich dann gerade in diesen Vogelperspektiven Aufnahmen wie die Menschen sich also von Ort zu Ort bewegen und wieder so die Bewegung, das ist eigentlich eine Choreografie für Publikum. Und die Involvierung des Publikums über über diese Augmented Reality App, die nicht nur bei der Installation am Anfang war, sondern auch zwischendrin, also das aus Zeitgründen, ich laufe jetzt schon wieder aus der Zeit raus, also man bei der Eingangsinstallation hat man also quasi Einblendung auf der Oberfläche von den Öfen gesehen, aber später im Prozess, im Verlauf des Stückes, konnte man in die Öfen hineingucken und konnte auch diesen Transformationsprozess von Körper zu Geist erleben. Und also wir suchten da ganz, ganz aktiv eine Aktivierung, eine Involvierung.
Und das steht natürlich auch in einem Zusammenhang musikalisch. Dieser Ort war der erste illegale Techno-Ort in München. Also noch bevor es das Ultraschall gegeben hat. Also hier fanden die in Ende der 80er, Anfang der 90er, genaues Datum weiß ich nicht, hier fanden die ersten Raves statt. So. Und Techno ist, ob man nun mag oder nicht, ist, denke ich, die letzte echte Revolution innerhalb der Musik. Und also so ist diese Arbeit auch eine Beschäftigung mit Techno. Also sie macht nicht wirklich Techno. Also die Leute, die sich da wirklich Techno erwartet haben, die waren dann enttäuscht. Das ist eine Reflexion über Techno. Ja, und diese, also was ist das für ein Protagonist, diese Halle? Also das ist eigentlich eine große Maschine. Also dieses ein riesiger Maschinenraum. Und aus der Betrachtungsweise ist der Weg also auch nicht weit zu der Frage, wie könnte denn jetzt nun eigentlich eine Maschine, also eine tatsächliche Maschine, als Protagonist eingesetzt werden eines Musiktheaters? Und das ist das Thema, mit dem ich mich momentan beschäftige. Die Jule hat es erwähnt, wir haben im November einen ersten Prototypen gezeigt online. Lure hieß der, wie die Verlockung. Hier ein Foto aus unseren Proben. Das ist, entsteht in Zusammenarbeit mit der Grundlagenforschung von Volkswagen. Also Volkswagen hat eine angewandte Machine Learning-Forschung, aber auch eine Grundlagenforschung. Und die fanden das sehr interessant, mit Musikern und Theaterleuten zusammenzuarbeiten. Und was wir hier entwickelt haben oder woran wir entwickeln, ist ein Drum Battle mit Schlagzeuger und einer Maschine. Das kann man dann auch in dem Video, was es eben noch gibt, auch sehen. mlure.art ist die Webseite, in der wir unsere laufende Forschung dokumentieren. Das sollte eigentlich im echten Theaterraum stattfinden und Corona-bedingt mussten wir dann auch online umziehen und wir haben ganz schnell entschieden, dass wir auf keinen Fall uns die Gelegenheit entgehen lassen wollen, rauszufinden, wie der digitale Raum theatral funktioniert. Also wir wollten eben nicht die Inszenierung im realen Raum einfach abfilmen und streamen, sondern wollten rausfinden, wie funktioniert der theatrale Raum, nein, der digitale Raum aus der theatralen Sicht. Und einer der wichtigen Punkte, den ich sehr interessant finde, da weiter zu forschen, also es ist nur ein Prototyp geworden, in einer echten Fassung soll das tatsächlich live stattfinden. Also was man hier sieht, Entschuldigung, falscher Bildschirm hier, diese Köpfe. Das sind Teilnehmer, also das könntet ihr jetzt sein, also wie ihr gerade euch da eingewählt habt in Zoom. Jeder hat eine Maske auf. Ich denke da immer an Eyes Wide Shut, den Kubrick-Film. Diese komischen, nicht komischen, aber diese etwas unheimlichen Seancen, Partys, so leicht okkulte Angelegenheiten um das Feuer rum. Also das Feuer ist so der durchgängige Anker in dieser Sammlung von verschiedenen Prototypen. Die jetzt aber auszuführen, wäre wieder ein eigener neuer Vortrag. Kann ich jetzt nur gerne auf mlure.art verweisen. Punktlandung 6:30.